schmalen Hintergrund mit ein bisschen mehr Urlaubsfeeling. Und ich hoffe, der Sound ist auch ganz vernünftig hier. Es geht jetzt gleich ins Training. Und zwar, ich mache gleich ein Brust-Schulter-Training. Das entspricht nicht meinem sonstigen Trainingsplan und meiner Trainingsaufteilung der letzten Monate, der letzten 3 Monate, wo ich auch endlich mal wieder durchgehend trainieren konnte. Und auch nicht der, den ich eben sonst mache. Wer schon länger aufgepasst hat, weiß, dass ich sowieso die Schultern selten trainiere. Die werden jetzt zwar auch nur ein kleines Add-on bekommen und auch nicht richtig austrainiert, aber jetzt habe ich es umgestellt. Und jetzt kommt die große Sache, wenn ihr Urlaub macht und das unter den Voraussetzungen, die werde ich jetzt nochmal nennen, dass ihr tatsächlich auch einen Fitnessurlaub macht. Denn ich kann nicht genug betonen, Urlaub sollte Urlaub sein. Und da ist es gut, wenn ihr in der Zeit gar nicht trainiert. Also solltet ihr nur 2 bis 3 Mal im Jahr Urlaub machen. Nur, die meisten von euch sind wahrscheinlich nur 1 bis 2 Mal da. Und selbst das ist ein Luxusding. Ich weiß das. Wenn ihr 2 bis 3 Mal im Jahr Urlaub macht und die restliche Zeit durchtrainiert, vergesst das mit dem Training. Es ist gut, wenn ihr euch mal erholt. Und ja, ihr kommt stärker raus, massiger raus, einfach besser raus und kriegt wieder einen kleinen Ansturm. Also alles ist besser. Es ist nicht nur, weil ihr dann mal ein bisschen cheatet und nichts tut. Nein, es ist besser. So, das Thema abgehakt. Dazu gibt es ein ganzes Video. Besser nicht trainieren. Wenn ihr jetzt also einen Trainingsurlaub macht, wie ich, Work and Travel oder sonst irgendetwas, und ihr habt dort ein Fitnessstudio, wo ihr improvisieren könnt, dann geht es los. Folgende Dinge muss man beachten. Meistens habt ihr nur ein improvisiertes Fitnessstudio. Ihr habt nicht mehr das volle Fitnessstudio wie zu Hause, euer McFit und sonst was mit allen Geräten und Gewichten und so weiter. Das heißt, ihr müsst euer Training umstellen, ein bisschen improvisieren. Hier hat jemand schon mal vorgeschlagen, man kann doch in der Zeit so ein bisschen auf Freeletics, Calisthenics und so weiter umsteigen. Ja, kann man. Das ist auch eine gute Idee dafür und dazu werden auch Videos folgen. TRX-Band mitnehmen und damit was machen. Das geht alles. Vielleicht habt ihr nur kleine Hanteln. Auch damit muss man improvisieren. Aber ihr könnt Reize setzen. Und wenn es auch andere sind, dann macht ihr da mal eben andere draus. Ich habe hier das Glück, ein großes Fitnessstudio zu haben und tatsächlich auch hier wieder bei vielen Sachen ans Limit zu kommen. Also an meinen gewohnten Trainingsgewichten grob anzuschließen. Dennoch habe ich hier entschieden, und das ist die zweite Sache, nicht nur gucken, was habt ihr überhaupt im Angebot, ihr werdet etwas anders trainieren. Denn, und dazu kommen wir später auch noch mit einem speziellen Kommentar, den ich mal bekommen habe, Fakt ist, eure Regeneration wird wahrscheinlich ein wenig schlechter sein. In den meisten Fällen sollte das so sein. Wie gesagt, dazu kommen wir später noch. Denn es gibt schon Gründe, die ich beim letzten Mal schon genannt habe. Meistens habt ihr nicht das regelmäßige Essen. Urlaub soll immer noch Urlaub sein. Das heißt, Priorität ist Strand, mit Freundin, Freund, Freunden abhängen und so weiter. Und nicht darauf achten, dass man immer seine Tupperwaren dabei hat, essen kann und so weiter. Das bedeutet, auch durch Sonneneinwirkung und so weiter sind wir da ein wenig limitiert. Wir trainieren vielleicht zu anderen Zeiten, die wir nicht gewohnt sind und so weiter. Also reduzieren wir ein wenig unsere harten Trainingseinheiten. Nicht mehr die Gotti-Trainingseinheiten mit Gib ihm und danach Vollzerstörung. Nein, wir machen jetzt Trainingseinheiten, die ein wenig humaner sind. Außerdem, und das ist der erste Grund, danke, ist ja gut, Mann. Und da kommen wir wieder zum ersten Grund. Außerdem werdet ihr wahrscheinlich eher mit kleineren Gewichten, mit kleinerem Besteck trainieren müssen und damit euer Training umstellen und nicht mehr ganz so ein hartes haben. Ihr könnt nicht mehr, je nachdem wie ausgeprägt ihr schon seid, ans Limit gehen. Und auch das sorgt dafür, dass ihr dann öfters trainieren könnt. All das sind Gründe, dass ihr jetzt das Training öfters macht. Und wenn es zu eurer Alltagsroutine hier sogar gehören soll, dann kommt noch eine gewisse Sportlichkeit rein. Echt jetzt? Das heißt, auch ich habe jetzt, kommen wir ganz konkret auf meinen Plan, auf jeden Tag trainieren bin ich umgestiegen. Muss dazu allerdings schon sagen, ich habe 4 Tage durchtrainiert, was ich ja sonst nie mache. Ihr wisst, ich habe immer sonst einen Tag Pause dazwischen und habe direkt schon am 5. Tag eine Pause einlegen müssen. Das war gestern. Mein Körper ist einfach nicht dafür geschaffen und ich komme hier relativ gut ans Limit. Ich habe sofort gemerkt, dass bei mir Alarm steigt und mein Körper zu gestresst ist. Aber sonst könnt ihr jeden Tag trainieren. Wenn wir jetzt jeden Tag trainieren, stellen wir natürlich unseren herkömmlichen 3er-, 4er- oder 5er-Split höchstwahrscheinlich um. In den meisten Fällen, vielleicht habt ihr auch schon den Split. Beispiel dafür wäre, dass ich jetzt umgestellt habe, wo ich den Rücken einzeln trainiert habe, die Beine einzeln trainiert habe und so weiter, auf einen Plan, den ich auch wirklich jeden Tag machen könnte. Das könnte ich mit einem 3er-Split nur sehr schlecht, weil dann müsste ich alle 4 Tage den gleichen Muskel trainieren. Halte ich nicht unbedingt für sinnvoll, könnte man aber natürlich machen, aber so, dass sich die auch nicht im Wege sind. Heißt, dass ich den Bizeps ein bisschen entfernt habe vom Rücken, Trizeps von Brust, Schultern von Brust und so weiter.
Dafür muss ich sorgen. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich mache jeden Tag einfach einen Muskel. Das heißt so ein 6er-Split, 7er-Split. Oder ich splitte gerne auch mal so etwas auf, indem ich, wie ich jetzt es mache, Brust und Schultern zusammen trainiere. Dann sind die sich sowieso nicht im Wege, ist an einem Tag abgehakt. Die Beine immer noch einzeln, den Rücken immer noch einzeln und einen, ja, Armtag. Das macht Spaß. Und so kann ich in einer bestimmten Reihenfolge durchgehend so ziemlich trainieren, ohne dass sich die Muskeln großartig im Wege sind. Das heißt, bedenkt euren Splitplan und ändert ihn so weit ab, dass ihr auf jeden Tag trainieren kommen könntet. Und dann müsst ihr natürlich euer Training auch noch anpassen. Das ist die dritte Sache, die auch wieder mit den ersten beiden zu tun hat. Heißt, ihr werdet vielleicht weniger Übungen zur Auswahl haben, also macht ihr weniger Übungen oder andere Übungen. Zum Beispiel kann es sein, dass ihr jetzt nur Rudern und Klimmzüge habt für den Rücken. Ihr habt also nicht 6 verschiedene Maschinen und so weiter. Also macht ihr dementsprechend 8 Sätze Klimmzüge und 8 Sätze Rudern. Das habt ihr vorher nicht gemacht, da hattet ihr verschiedene Übungen. Es kann jetzt auch sein, dass ihr mehr auf Kombinationsübungen geht, weil ihr so wenig Gewicht habt, dass ihr eine Vorerschöpfung mit Supersätzen erreicht. Heißt also, ihr macht viele Kombinationsübungen. Ihr macht Rudern und direkt danach geht ihr über in Reverse Butterfly mit Kurzhanteln oder dergleichen. Solche Kombinationsübungen sorgen dafür, dass ihr fit bleibt, Stress dem Muskel aussetzt und das mit kleineren Gewichten. Auch das ist eine weitere Umstellung. Wer dazu noch eine Vertiefung haben möchte, genaue Anleitung oder sowas, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber das hier sollte schon mal reichen. Überdenkt den Trainingsplan und verfolgt aufmerksam diesen Channel. Dann werdet ihr schon merken, wovon die Rede ist und wie man das macht. So, und jetzt gehen wir mal eine Station weiter und nähern uns dem Brust-Schulter-Training. So, eine Station weiter. Jetzt sind wir hier im Wellnessbereich, in dem Poolraum. Und genau jetzt scheint ich Besuch zu bekommen. Ihr habt gerade schon gesehen, was ich vorbereitet habe. Das sind meine BCAAs und natürlich ein bisschen Glucose. Das Mittagessen ist immer schon ein bisschen vorbei, deswegen Intra quasi. Einfach nur Traubensaft. Da ist ordentlich Zucker drin, meistens 16, 17 Gramm pro 100 Milliliter. Und das gibt dann nochmal ein bisschen extra Pump, vor allem wenn ihr so ein bisschen ausgedörrt seid von Sonne und etwas weniger essen. So, wir werden jetzt gleich schon ins Training gehen, aber ich wollte noch vorher kurz einen Kommentar erwähnen, den ich vor kurzem bekommen habe. Ich muss sagen, ich musste ein bisschen drüber nachdenken, wie ich darauf antworte. Der ein oder andere wird es hier wissen, dass ich auch teilweise gerne mal ein bisschen bissiger antworte, gerade wenn es solche Kommentare sind wie der. Ich lese ihn euch jetzt mal ganz kurz vor, er wird auch hier eingeblendet. Und zwar von MB präsentiert. Ausgerechnet im Urlaub hätte man also nicht ausreichend Regenerationszeit nach einem harten Beintraining. Aha, hört sich total logisch und einleuchtend an. Nicht. Ihr könnt hier mir mal dazu schreiben, ich wüsste gerne mal eure Meinung, ob man bei so einem recht frech geschriebenen, etwas rotzigeren Kommentar auch dementsprechend antworten sollte oder, wie ich mich jetzt einmal entschieden habe, etwas ruhiger darauf antworten. Vor allem, weil so manch einer von euch vielleicht diese Frage auch weniger rotzig formulieren würde, aber sich auch fragt, warum habe ich da weniger Regenerationszeit? Denn es klingt ja erstmal ein wenig seltsam. Urlaub ist ja zum Entspannen da. Entspannen, gleich mehr regenerieren. Wenn man vorher Stress hat, dann kommt man endlich mal runter und so weiter. Also hat man doch hier gerade Regeneration. Ja, jetzt dürfen wir nicht verwechseln Trainingsregeneration und physische Regeneration mit vor allem der seelischen und auch einer außerhalb des Trainings. Das heißt, Trainingsregeneration bedeutet, dass wir unsere Muskeln immer systematisch zerstören und dem Körper Stress zufügen, um dann anschließend diese Muskeln aufzubauen und das zu optimieren. Das ist im Urlaub tatsächlich ein Problem. Warum? Wir kommen hier besser runter, das stimmt. Wir haben hier mehr Ruhe, das stimmt. Wir müssen nicht zusätzlich arbeiten. Einige von euch arbeiten noch auf dem Bau oder haben wirklich körperlich schwierige Arbeiten. Ja, das ist ein Faktor, aber es gibt so viele andere Faktoren, was MB präsentiert ein wenig vergessen hat und dann trotzdem so sehr selbstsicher diesen Kommentar geschrieben. Was zum Beispiel sind Dinge, die unsere Regeneration stören? Zu Hause haben wir unseren Alltag, wenn wir wirklich Bodybuilding ernst betreiben und das so machen, wie es hier auf dem Channel zum Beispiel auch gezeigt und postuliert wird, dann haben wir unseren Alltag schon darauf eingerichtet. Heißt, wir ernähren uns, weil wir Bodybuilder sind, bereits schon während unseres Jobs so, dass wir das auch leisten können. Wir haben die entsprechenden Supplements zu Hause. Wir takten unser Training genauso, dass wir die richtige Regeneration haben. Und wir sorgen dafür, dass wir zur richtigen Zeit auch eine Trainingspause haben und so weiter. Jetzt gerät das alles außer Fugen. Wir haben einen anderen Tagesrhythmus.
Wir haben zusätzlich andere Essenszeiten. Wir richten uns beim All-Inclusive-Hotel wahrscheinlich danach, aber gehen jetzt auch nicht jeden Tag raus. Also dieses alle 2 bis 3 Stunden essen können, das machen wir nicht. Wir packen uns jetzt nicht Tupperwaren ein, um zum Strand zu gehen, denn Urlaub wollen wir auch Urlaub sein lassen. Wer das hier trotzdem macht, gut, für den treffen solche Dinge nicht zu. Zusätzlich habt ihr körperlichen Stress, den ihr zu Hause meistens nicht habt. Alleine schon Sonne. Wir gehen meistens in Urlaub, um eine Sonne zu genießen, die wir zu Hause nicht haben. Aber das ist Stress für den Körper. Ja, es ist genauso ein Schaden für den Körper, wie auch der Schaden, den ihr durch Training zufügt. Der muss das regenerieren. Es ist eine Baustelle für ihn. Und auch das ist Stress. Unregelmäßige Essenszeiten sorgen dafür, dass ihr so ein bisschen aus dem Rhythmus rauskommt. Ihr habt weniger Supplements. Und Supplements sind vor allem dazu da, die Regeneration zu fördern. Außer ihr nehmt den extra Koffer mit all euren Supplements mit. Aber ihr seht, es sind eine ganze Menge Faktoren, die dazwischen kommen. Und dann richtet ihr euren Alltag nicht danach. Das heißt, es kann mal sein, dass ihr einfach einen Tag unterwegs seid, eine Stadt besichtigt, am Strand seid, die Zeit ein bisschen vergesst oder auch nicht vergesst, aber einfach mal dort bleibt. Der Magen knurrt schon seit 3 Stunden und trotzdem müsst ihr später noch ins Training. Alles nicht optimal, denn Urlaub soll Urlaub sein. Da sagt ihr nicht, wir müssen den Strand jetzt leider verlassen, ich brauche meine dritte Proteinmahlzeit. Das wäre schade, wenn ihr so den Urlaub angeht. All das sind Voraussetzungen dafür. Macht ihr das nicht? Gut, dann trifft das natürlich nicht zu. Aber das heißt, wir haben jetzt hier 3, 4 Faktoren, die eurer Regeneration schaden können. Und das Runterkommen und das Entstresstsein, ja, das fördert es ein bisschen. Das ist ein Faktor, der für die andere Seite spricht. Aber das solltet ihr auch zu Hause eigentlich im Griff haben. Also jemand, der schon seit Jahren zu Hause mit Bodybuilding lebt und in seinem Alltag eingebettet hat, der wird unter diesem einen Punkt gar nicht mehr zu leiden haben. Aber, dass er so aus dem Rhythmus rauskommt, schon. Und deswegen, ich merke es hier ordentlich, ich kann gar nicht so hart trainieren. Es ist heißer, ich schwitze mehr. Es ist gar nicht möglich. Hier würde ich systematisch nicht so zunehmen können. Außer, ich gehe von Urlaub hier rüber in den Alltag. Und deswegen, Herr MB präsentiert, da liegst du falsch und ein bisschen blöd dann nur, wenn man sich dann so ausdrückt. Aber ich hoffe, dass meine ruhigere Art, das jetzt zu erklären, vielleicht auch auf mehr Verständnis deinerseits stößt. Nun ja, und jetzt endlich ins Training. So, ihr seht, für die Aufmerksamen unter euch,
Ich mache jetzt nicht mehr das umgekehrte Pyramidentraining, sondern normales Training, normale Pyramide. Heißt, stell ein Gewicht ein und mach dann, guck, dass ich eine Zielwiederholung von 10 bis 12 schaffe, immer bis zum letzten gehen. Keine Reps in Reserve oder sowas. Und dann mache ich 2 bis 3 Minuten Pause. Nächster Satz, nächster Satz. Dann komme ich automatisch auf 6 runter. Das ganz normale Training, wo man ein Gewicht beibehält. Saugemütlich zwischendurch, wenn man das umgekehrte Pyramidentraining zu 90% macht. Denn man muss nicht die ganze Zeit Gewichte verstellen. Hammer! Warum mache ich das jetzt? Ganz einfach. Durch das umgekehrte Pyramidentraining hat man einen Fokus auf die Kraftwerte. Denn mit dem größten Fokus am Anfang einer Übung macht ihr das meiste Gewicht. Super, eure Kraft wird steigern und dadurch meistens auch eure Masse, gerade wenn ihr natural unterwegs seid, noch mehr. Tendenziell. Kostet aber auch mehr Regeneration. Klar, ihr habt mehr Gewicht bewältigt im Training. Das merkt man am nächsten Tag ordentlich. Und weil ich ja schon davon gesprochen habe, Regeneration ist hier nicht mehr so dolle. Deswegen auch hier gehe ich nicht mehr so sehr von den Gewichten hoch. Ich könnte hier, das ist das Gute, bei den meisten Fitnessstudios geht es dann gar nicht in einem Hotel, hier könnte ich noch einiges draufbacken, mache es aber nicht. Und deswegen jetzt mit einer Multipresse plus 80 Kilo insgesamt, dürfte auf 110, 115 hinauskommen. Schrägbank drücken, nun ja, 4 Sätze davon und dann geht's weiter. Ganz ungewohnt bei der Multipresse, dass man die nach hinten aushaken muss. Nervt mich total, ist total schlecht, denn man soll ja darauf achten, dass Unterarm in einer Linie mit dem Handgelenk ist, also nicht den hier. Achtet selbst drauf, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dazu gibt es auch ein schönes Video. Und hier, wenn man das erstmal einknicken muss nach hinten, ist natürlich schlecht. Macht man das nach vorne, super. Ätzend. Letzter Satz, 4. Satz. Ich bin so ziemlich im Idealbereich der Wiederholung für normales Training, für normales Pyramidentraining. Ich hatte mit 11 oder 12, ihr habt sicherlich gezählt, angefangen und bin dann immer genau 2 Wiederholungen runter. Und ich habe gemerkt, dass das nicht bei mir so ist, sondern der absolute Durchschnitt. Macht ihr die richtige Pausenzeit von 2 bis 3 Minuten, geht ihr um 2 Wiederholungen automatisch runter. Wenn ihr immer bis zum letzten geht, wenn ihr nicht irgendwas in Reserve gelassen habt. Oder irgendwas im Panzer. Ja, und so war es auch hier. Und jetzt müsste ich bei 6, höchstens 7 Wiederholungen angelangt sein. Und dann haben wir das erste hinter uns. Auch hier, Pausenzeiten sind im Gegensatz zur umgekehrten Pyramide ein bisschen reduziert. Bei umgekehrter Pyramide könnt ihr gerade bei den ersten Sätzen, wo ihr auf 6, 7, 8 Wiederholungen seid, gerne mal bis zu 5 Minuten hochgehen. Wenn ihr dann von den Wiederholungen hochgeht, in den hinteren Sätzen gerne auch kürzer. Hier von Anfang an 2 bis 3 Minuten immer nur. So, jetzt kommt gleich schon die erste Einschränkung. Ich möchte als nächstes Fliegende machen. Ja, hier gibt es eine Butterfly-Maschine. Wer gesehen hat, wie das Fitnessstudio aussieht im ersten Video, der hat die vielleicht entdeckt, so eine Oldschool, wo man noch mit dem Ellbogen vorandrückt. Finde ich aber nicht ganz so schön. Deswegen Fliegende, nochmal einen mitgeben. Kurzhanteln gehen ja höchstens bis 27. Immer noch gut für ein Fitnessstudio, für ein Hotel, muss ich immer wieder dazu betonen. Aber es sind eben nur 27. Normalerweise beim umgekehrten Pyramidesystem fange ich mit 34 pro Seite an und schaffe so 6, 7, 8 Wiederholungen. Jetzt müsste es eigentlich ideal in die Pyramide passen. Ich glaube nicht, dass ich 12 Wiederholungen mit 27 hinbekomme. Insofern ideal. Traumsaft. Jetzt kommt Zucker ins Spiel. Dextrose. Erste Hälfte des Trainings, bisschen Dextrose. Zweite Hälfte des Trainings lasse ich die BCAAs folgen.
Denn dann ist das bereits im Blut, ihr habt wieder Energie. Wenn ihr das in der zweiten Hälfte macht, verpasst ihr vielleicht einen Energieschub in der ersten Hälfte, außer ihr seid echt voll mit Kohlenhydraten von 2 Stunden davor essen. Und habt es dann quasi nicht mehr rechtzeitig. Braucht ihr also nicht. Erste Hälfte das, Energieversorgung, zweite Hälfte BCAAs. Warum zweite Hälfte erst die Aminosäuren, ob es jetzt BCAAs sind, wie in meinem Fall, oder EAAs? Denn meistens habt ihr auch da vorher noch euren Proteinspeicher voll, euren Aminosäurepool. Aber das kann sein, dass ihr nach der ersten Hälfte des Trainings sich da ein bisschen was getan habt und deswegen in der zweiten könnt ihr nachhelfen. Das ist so ein bisschen so die innere Logik, der man da folgt. Alles wieder für die Kritikanten da draußen, um auf Nummer sicher zu gehen. Nein, es ist nicht unbedingt absolut notwendig und ohne dem kann man auch was aufbauen. Ja, muss man immer wieder betonen, hier sind ja recht die Leute recht empfindlich auf YouTube. Und ich will euch nichts andrehen, obwohl ihr gerne mal bei proteinarena.de vorbeischauen könnt, wenn ihr selbst Supplements wollt. Wenn nicht, lasst es. Ich liebe Supplements. Bin ich ein Opfer der Industrie? Oder sehe ich einfach nur besser aus als die meisten anderen? Zu wenig Pause gelassen. Direkt um 4 Wiederholungen nach unten. Aber gutes Zeichen. Da tut sich was. Hiervon mache ich jetzt nur noch 3 Sätze, denn ich will noch eine Kombo-Übung danach machen. Aus Dips und Cable Cross. Aber es darf auch ein bisschen reduzierter sein. Erinnert euch, Trainingsplangestaltung, macht euch ein paar Sätze weniger, denn ihr trainiert vielleicht schon 4, 5 Tage später wieder den gleichen Muskel. Vor kurzem hat mich jemand in den Kommentaren gefragt, was sind das eigentlich für Ketten, die ich da immer habe und ob das wirklich noch die gleichen sind, die ich bei den ersten Videos 2014, 15 auf dem anderen Kanal hatte und zwischendurch immer wieder bei den Fitnessvideos 2016, 17 und so weiter. Die Antwort ist ja. Diese hier ist die gleiche seit 2011. Das ist die nepalesische Flagge aus Yak-Knochen. Habe ich mal, als ich das allererste Mal im Himalaya-Gebirge war, dort geschenkt bekommen. Und die Kette hier, das Band franzt immer irgendwie aus. Deswegen lasse ich mir das immer wieder neu machen. Und ab und zu muss ich selbst neu machen, aber ansonsten reise ich auch wieder dorthin, ab in die Berge, ins Annapurna-Gebirge und in einem bestimmten kleinen Dorf dort, wo man mir das gegeben hat, lasse ich dann dieses Band nachmachen. Ist einfach nur Tradition. Ist jetzt nicht, weil das Band so was Besonderes ist. Aber seitdem trage ich das hier an meiner Haut. Tatsächlich. Das wird nie abgelegt. Weder beim Schlafen, beim Duschen oder sonst was. Das gehört eigentlich so zu mir, als wäre es ein Tattoo. Diese Kette kam jetzt neu dazu, erst vor 6 Wochen. Die habe ich in Tansania
kam mittendrin zu mir und zwei meiner Freunde eine ältere Maasai-Dame, die diese Ketten hier macht. Auch die sind eigentlich nichts Besonderes, die macht sie da den ganzen Tag. Und hat uns mittendrin diese Kette gegeben. Ich dachte, okay, ja, danke. Und seitdem habe ich die auch nicht mehr abgenommen. Kann irgendwann mal sein, dass diese hier auch nicht mehr vorzufinden ist bei mir. Ich bin bald wieder in Tansania, nächste Woche schon. Jetzt lasse ich sie erstmal dran. Ist weniger wegen Schmuck und weil ich finde, es sieht so schön aus. Ich habe sie einfach nicht mehr abgenommen. Vor allem, weil ich es mag, wenn etwas Bedeutung hat. Also, wenn man sich nicht etwas nur gekauft hat, um sich damit zu schmücken, ist nicht schlimm, um Gottes Willen. Man kauft sich auch Kleidung, um sich damit zu schmücken. Aber wenn etwas irgendeine Geschichte hat, eine Bedeutung, wenn jemand Nettes ankam, der das so unverhofft gegeben hat oder eine Geschichte wie hier hinter, das mag ich und das trage ich dann auch ganz gerne so lange, wie es, was auch immer es ist, das Schicksal will und ich diese Kette verlieren würde. Ich hoffe, diese werde ich niemals verlieren. Das ist jetzt ein Jahrzehnt meines Lebens, die war überall auf jeder Reise mit dabei. Bei der hier, gut, kann es mal passieren. Die werden auch irgendwann immer kaputt gehen, aber ja, jetzt gehört es irgendwie dazu. Wo sind meine Handeln? Da. So, jetzt mal etwas die unfeine Ansicht in den Schritt. So, es gibt gute alte Dips im Arnie-Style für die Brust. Kopf vorbeugen, werdet ihr gleich sehen. Beine ein bisschen nach hinten, Knie anwinkeln. Und direkt danach gehe ich rüber zum Cable Cross und crosse noch ein bisschen nach. Und das war's dann. Also noch eine kleine Kombo-Übung. Und dann power ich noch die Schultern aus. Und Ende. Seht mal, das ist ganz intelligent gemacht hier. Da ist nämlich so ein schöner Wackler drin. Ups, müsst ihr also ein bisschen akrobatische Leistung noch reinbringen. Oh,
Wir sind bei den BCAs angelangt. Blau, wie wir es mögen. Wer mal ein Tutorial haben möchte, wie man am besten trinkt. Und jetzt gibt es noch Schultern zum Ausbauen. Ihr habt gesehen, der letzte Satz war ein Dropsatz. Cable Cross, nochmal schön was rauspumpen. Und ich muss sagen, es war ein reduziertes Training, es war nicht so hart wie sonst. Aber ich merke schon ab der Hälfte, ich habe nicht die gleiche Energie wie zu Hause, wo alles einfach perfekt getimed ist, wo ich exakt 120 Minuten vorher eine große Mahlzeit hinter mir habe, mit den Zutaten, die ich haben möchte, abgewogenem Reis und so weiter, wo ich alle Supplements der Welt habe. Es ist nicht das Gleiche. Kein Stress durch Sonne, Aktivitäten, 2 Stunden davor einen knurrenden Magen, was weiß ich. Es ist ein Unterschied. Ich komme bereits schon ein bisschen erschöpfter ins Training und das ist der größte Indikator. Außerdem schwitze ich hier nun mal mehr. Der Körper hat mehr zu tun. Nun ja, ich fange an mit Seitheben am Kabel, einarmig, und konzentriere mich sehr auf den seitlichen Delta. Und dann mache ich, glaube ich, nochmal einen 50er Satz mit den Kurzhanteln, auch nur seitlicher Delta. Vorderrad jetzt genug abbekommen. That's it. So, und um von Anfang an ernst zu machen hier, weil es auspowern ist, gibt es nur Dropsets. Gib ihm. Jetzt müsste gleich das Gym schließen. Mal sehen, ihr könnt jetzt schon mal tippen, werden die für mich das Ding hier eine Viertelstunde, 20 Minuten länger aufhalten, über 19 Uhr hinaus? Vielleicht, wenn jeder anfragt, nicht. Vielleicht, wenn sie sehen, oh, der könnte ein Profi sein. Mal sehen, wie gastfreundlich die hier sind. Das ist jetzt der ultimative Test. Tippt schon mal. Wird noch ein 50er Satz gemacht, wenn ich genau weiß, was ein 50er Satz ist. Mal sehen, ob ich jetzt in die richtige Richtung zeige, spiegelverkehrt. Der kann sich das angucken, das heißt, ich gehe jetzt nochmal, presse alles raus mit halbwegs vernünftiger Form. Wie immer beim Seitheben natürlich trotzdem mit Schwung, aber oben gut zusammenführen und dann so lange pausieren, bis ich die nächsten machen kann, bis die 50 voll sind und dann platzen die Schultern auch und alles ist gut.
an. Danach krampfen die Schultern so. Dann vermisst du den Anstand. Besonders schön, wenn dir dann ins Restaurant geht. Solche Schultern. Das war's aus den heiligen Hallen hier. Jetzt gehe ich raus und muss wahrscheinlich die Kamera nachstellen. Ja, ist viel zu hell. So, ich hoffe, ihr seht mich gut. Das war das Brust-Schulter-Training. Mann, ich werde die Kamera so nicht lange halten können. Ich gehe jetzt durch den Hintereingang raus. Wer wissen möchte, welches Hotel das ist, ist keine Kooperation, keine Sorge. Das ist in der Türkei, nahe Side, das Club Grand Aqua und Grand Side. Da haben die dieses tolle Gym und diesen krassen Wasserpark, den ihr am Anfang gesehen habt. Genau mein Ding. Und jetzt gibt's, damit ihr das auch noch wisst, Kreatin und wieder Traubensaft, eine ordentliche Kelle hinterher. Und dann gibt's in dreiviertel Stunde, Stunde etwas zu essen. So, ihr seht schon, ich muss die ganze Zeit wechseln. Deltas fallen ab. Das war's von mir. Ihr wisst, was zu tun ist. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir den hier da. Schreibt ordentlich Kommentare drunter zum Training, Fragen zum Urlaub. Und wenn ihr neugierig seid, könnt ihr die Fragen auch recht nett stellen. Und ja, das war's eigentlich von mir. Wer wissen möchte, wo ich die ganzen Leckereien habe, Proteinarena, schaut mal vorbei. Kriegt auch noch 15% auf jede Bestellung mit Gotti. 15. Und nun ja, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, euer Gotti. Gainscheck im anabolen Licht.